Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Transportfieber. Diesmal widmen wir uns nach Ewigkeiten mal. Oh Gott, das triggert mich. Wieder der Kampagne. Ich dachte, es ist mal. Oh, das war das falsche Fenster. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit, dass wir uns damit mal beschäftigen, beziehungsweise weitermachen mit der dritten Mission. Wir haben ja vor Ewigkeiten gefühlt aufgehört. Okay, was heißt gefühlt? Vor Ewigkeiten ist so vor Ewigkeiten gewesen. Wir haben so gesehen noch fünf ganze Mission zu Amerika und noch alle sieben Missionen von Europa zu bändigen, mehr oder weniger. Und ich dachte mir, nutzen wir einfach mal die Zeit, wo es hier gerade so schön gemütlich draußen ist und man ein bisschen Ruhe hat, und widmen wir uns mal wieder ein bisschen den Kampagnen, damit wir die auch mal im Laufe dieses Jahres vielleicht hoffentlich sogar abschließen, oder zumindest was das Aufnehmen abschließen. Ob das dann jetzt halt immer so ist, halt, ne? Kommt halt dann raus, wenn es rauskommt, aber ich starte einfach erstmal, genug In gequatscht. 80 Tagen um die Welt war gestern. Heute muss das schneller gehen, wenn der globale Handel erblühen soll. Die transkontinentale Eisenbahn ist schön und gut, aber für die beständig wachsenden Bedürfnisse und die großen Mengen von Transportgütern viel zu ineffizient. Doch es gibt ein Projekt, das Abhilfe verspricht. Ein Schiffskanal, der die Ozeane im Osten und im Westen verbindet. Auf diesem Wege lassen sich große Mengen an Fracht ganz einfach und bequem transportieren. Wer diesen Kanal kontrolliert, kontrolliert den globalen Handel und damit die ganze Welt. Ja, drücken wir mal auf Rat. Moment, was müssen wir denn machen? Mache den Präsidenten stolz, indem du dafür sorgst, dass der Kanal vor 1924 fertiggestellt werden kann. Achte darauf, dass du keine Möglichkeit auslässt, dies zur Verfügung gestellte Geld auszugeben. Dein Kontostand sollte nie auf einen achtstelligen Betrag anwachsen. Demnach 100 Millionen. Richtig? Nee, achtstellig wäre dann 10 Millionen. Glaube ich. Rette den Goldfrosch. Wer sich zu schnell durch die Culebra-Passage gräbt, riskiert einen Erdrutsch. Aber das zeugt auch von viel Motivation. Steigere die maximale Produktion des Steinbruchs auf das Vierfache. Okay. Sorge dafür, dass die Menge an Schutt in der einen Senke höchstens doppelt so groß ist wie in der anderen. Was? Okay, egal. Und ja, das letzte Video ist 194 Tage her. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Tag ist. Also knapp ein halbes Jahr. Genau, ist halt kein Projekt, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt ein wiederkehrendes Projekt, sondern das ist. Ich würde das halt eher so einsetzen, so. Das kommt dann halt dann, wenn ich mal in Transport Fever 2 mal so gesehen ein bisschen Freiraum in Anführungszeichen brauche, damit ich etwas komplexere Videos, die sehr viel, die, ja, was ja sehr viel mehr, die halt viel Nachforschung bedarf, brauchen, wie auch immer, dass ich dann halt das nutzen kann, um diese Lücke so gesehen zu füllen. Das 20. Jahrhundert ist jung und das Klima tropisch. Die Franzosen haben ihr Projekt am Rio Chagres gehörig in den Sand oder besser in den Sumpf gesetzt. Ihre Kassen sind leer und eine mysteriöse Krankheit hat Tausende von Arbeitern dahingerafft. Das ist die Chance für unsere großartige Nation. Der Bau des Kanals erfordert reichlich logistisches Geschick. Der Schutt, der beim Ausheben des Kanals anfällt, muss abtransportiert werden. Und die Arbeiter sollen möglichst gesund und wohlgenährt bleiben, damit die Sache so schnell wie nur möglich vorangeht. Helfen wir mit beim Bau dieses Jahrhundertprojekts. Ja, genau. Das machen wir. Und du, die Missionsfenster, also Missionsfenster, das werden wir sehen.
Wir starten einfach zunächst die... einmal müssen die Arbeiter versorgt werden, die wir von den Inseln in der Nähe hierher gelockt haben. Sie benötigen Holz, um sich eine primitive Unterkunft zu zimmern und ausreichend Nahrung, damit sie nicht gleich schlapp machen. Einige von ihnen wirken ziemlich kränklich. Ja. Beliefere das Zentrallager von Kolon mit den geforderten Ressourcen. Ich finde es immer interessant, wie langgezogen das alles hier ist immer. Ja, Zentrallager. Das ist ja mit dem Zentrallager, das... Okay, das hat eine Obergrenze, okay. Mit Zentrallager, das System finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich finde es halt schade, dass es halt nicht... keine Sachen gibt, also keine Gebäude oder whatever im echten Game so gesehen, was das betrifft. Finde ich ein bisschen schade. Was sollen wir machen? Wir sollen Getreide und Baumstämme beliefern. Ich habe es immer noch auf alle 2 Minuten wird das dann gespeichert. Sicherheit geht vor. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das nämlich so bleibt oder nicht. So, haben wir eigentlich, wir haben hier wahrscheinlich nirgendwo was, ne? Wir müssen alles noch bauen und das ist alles noch, ja, nennen wir es mal unbefleckt. Baumstämme. Hä? Swamp? Okay, hier müssen wir noch was hinbeliefern. Wollen wir denn in den Wald überhaupt? Da ist der Wald. Aber ich finde es aber schön, dass der Wald halt auch einen Wald und drumherum hat. Hier müssen wir in unserer Dreiflussland-Season müssen wir auch noch bauen. Wir machen mal alles hier auf. Über Vieh und so weiter. Wir befinden uns im Jahr 1904. Da gibt es wahrscheinlich sogar schon Fahrzeuge. Ach nee, nicht hier. Ich brauche Getreide, meine Güte. Ich quassel mich ja schon wieder durcheinander. Einmal bräuchten wir das hier und einmal beim Wald. Da möchte ich möglichst wenig Wald auch wegreißen. Und an Storage können wir das wahrscheinlich sowieso schon liefern. Ich finde es aber, was ich schön finde, dass es hier alles so sandig ist und nicht geteert. So, dann brauchen wir allerdings auch noch ein Depot. Das Depot könnte man hier hinsetzen und dann machen wir mal 2 Linien. Einmal okay, man kann das halt nicht dahin setzen. Das ist natürlich schade. Wir brauchen das ja nur... Moment. Wir brauchen das nur abliefern, ne? Machen wir es einfach mal hier rüber. Reichen, dann Getreide Lager Kolon und dann machen wir eine neue Linie für die Baumstämme Lager Kolon Baumstämme Lager Kolon und setzen dann, wollen wir mal schauen, wie viele wir da hinsetzen, aber wir setzen dann, okay, wir sind ja schon auf Dampf, wir sollen ja Geld ausgeben, ne, dann machen wir das einfach auch. Dann möchte ich einmal hier Getreide haben, 6, 12, 18, 1, 2, 3, 4 nehmen wir mal einfach. Weisen den Getreidelager hinzu und dann dasselbe mit den Baumstämmen. Zack. Und dann lassen wir die mal losdampfen. Gut, Baumstämme dauert natürlich ein bisschen länger. Hätten wir vielleicht noch ein paar mehr Fahrzeuge draufsetzen können, ne? Wird ja schon Sinn machen. Dann machen wir einfach nochmal 4 dazu. Baumstämme, 1, 2, 3, 4.
wenn mir das auch etwa gleich schnell geht, wobei es eigentlich mehr oder weniger irrelevant ist. Das mit den ganzen Autos her, es gibt mir schon ein bisschen auf den Keks. Ich glaube, ja. Jetzt wird hier der Kanal werden. Das sieht aber auch irgendwie auch schon was mit diesem, mit dieser Gabelung. Dumps House, okay. Gut. Da. Hier haben wir auch nochmal einen. Ne, hier haben wir einen Swamp. Da kommen wir noch hin. Die ganzen Szenarien habe ich alles bisher noch nicht gemacht. Machen wir mal ein bisschen Flotter unterwegs. Ein hochdekorierter Doktor hat herausgefunden, warum die Arbeiter dauernd krank werden. Die Mückenplage ist schuld an der Ausbreitung des Gelbfiebers, das die Leute dahinrafft. Wir sollten die Tümpel trockenlegen, in denen sich die verseuchten Mücken wie wild vermehren. Solange das Problem nicht beseitigt ist, müssen wir mit erhöhten Kosten rechnen, da wir laufend neue, unerfahrene Arbeiter importieren müssen. Okay. Ja, machen wir das mal. Wir müssen ja sowieso erstmal nur hier Baumstämme ins Zentrallager bringen und dann können wir dann ja auch die Strecke ändern. In einmal hier und einmal nach dort und so weiter. Das ist ja gar kein Problem. So, das erste Getreide ist angeliefert worden. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt eventuell hier auch Der Doktor ist auf eine hochinteressante Spezies gestoßen, die noch kein Mensch zuvor gesehen haben soll. Der Panama-Goldfrosch. Allerdings besteht die Gefahr, dass das seltene Tierchen schon bald ausstirbt, wenn wir seinen Lebensraum planieren. Der Doktor meint, das wäre sehr bedauerlich. Mhm. Je mehr Schaden wir in den Gebieten anrichten, desto schneller sinkt die Überlebenschance des Goldfrosches. Durch Aufforstung können wir dem Effekt entgegenwirken. Okay. Dann machen wir das doch mal, ne? Das grüne Gebiet, das haben wir einmal hier. Da sollen wir aufforsten, da sollen wir aufforsten, okay. Ja, hier werden wir ja wahrscheinlich nichts machen. Dann können wir hier einfach mal ganz viele Bäume platzieren. Alle Bäume machen wir einfach mal. Wir müssen sowieso nichts zahlen. Das ist natürlich gerade schade. Ich dachte, wir könnten dadurch vielleicht Geld verlieren. Oh, steigend. Ich wollte gerade sagen, wie wir sehen, sehen wir nichts. Trend steigend, okay. Gott, oh Gott, aber es ist ja auch ein Ding, was Ewigkeiten dauert, ne? Vielleicht sollten wir hier nochmal ein bisschen was machen. Weil es hier halt doch schon ein großes Gebiet ist. Was mal so lange, wir müssen eh noch auf die Baumstämme warten. Wir sind bei 51% angelangt. Heilige Scheiße, das dauert aber auch Ewigkeiten. Schade, dass es nicht irgendwie, dass man ja halt alle einzeln platziert und nicht jetzt irgendwie, wie jetzt in diesem Fall, so einen Radius hat, ne? So ein Pinsel. Da sind halt wiederum diese Mods halt interessant mit dem Förster-Mod und Farmer-Mod und whatever es nicht alles gibt.
würde ja schon fast sagen, das ist sogar so eine Art Mission, die man halt nebenbei halt immer machen kann. Voilà. Weil ich glaube, solange es steigend ist, wird sich die Population, ich glaube nämlich nicht, dass es stärker steigend geht als nur steigend. Ich glaube, es geht nur steigend, gleichbleibend und fallend oder so was in der Richtung. Okay, drei Baumstämme brauchen wir noch. Danach können wir die Linie umändern, dass wir die zu den Brettern schicken und dann von den Brettern zum Swamp 1, zu Swamp 2 und zu Swamp 3. Oh Gott. Reicht erstmal. Ist halt auch anstrengend, ne? Mit den Bäumen platzieren und so weiter. Das Culebra-Massiv versperrt den Weg zum Pazifik. Für den Kanal soll eine Schneise hineingetrieben werden, tief und breit genug für die größten aller Schiffe. Doch das abgetragene Erdreich muss irgendwo hin. Ein Teil davon kann beim Bau der mächtigen Dämme und Schleusen gebraucht werden. Danach müssen wir den Rest irgendwo hinkippen, wo er nicht im Weg liegt. Okay. So, sprich, wir ändern jetzt die Baumstammlinie. Nehmen das. Oh ne. Doch, war richtig. Liefern das. Ah, wir brauchen noch ein Dings. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Liefern das hier hin. Zack. Baumstämme. Sägewerk. Oh Gott, Sägewerk, Kolonnen. Und warum wir jetzt. Jetzt müssen wir halt gucken, wo wir Swamp 1 haben. Einmal haben wir das hier. Die Frage ist, können wir das einfach so dahin platzieren oder nicht? Ne, das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Deswegen setzen wir halt einfach dann mal hier so eine Bushaltestelle wieder dahin, wie üblich. Machen wir es auch bei den anderen. Es ist immer noch nur bei 51%. Ich würde ja auch fast sagen, ich meine, wie viel Gebiet haben wir denn überhaupt von den Fröschen? Nur zwei Stück, ne? Ja, ich sehe nur, ne, drei sogar. Okay, dann können wir hier auch noch mal ein bisschen. Vielleicht muss man halt auch in bestimmten Gebieten oder in allen Gebieten ein bisschen aufforsten, damit es dann einen Fortschritt gibt und halt vielleicht auch die Linien umgehen, das Gebiet umgefahren, so gesehen. Was natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. So. Einmal von Kolonnenzentrum hier hin. Keine Ahnung, was für ein Swamp das ist. Ja, okay, das ist Swamp. Swamp 1. Das ist einfach nur Swamp 1. Swamp 1. Da gehen wir mal zu Swamp 2. Von hier nach dort. Das ist dann Swamp 2. Swamp 2. Und noch eine neue Linie zu Swamp 3. Offener Güterwagen. Swamp 3.
Wir brauchen nur 10 Stück. Demnach gehen wir jetzt auf Bretter zu weisen Linie Swamp 1, Swamp 2 und Swamp 3. So haben wir das auch. Das Lager ist ja voll. Da brauchen wir dafür eigentlich jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, wir haben ja... Das ist das Einzige, wofür wir das gebraucht haben. Wir sind jetzt bei 52%. Die Frage ist halt wirklich, steigt das jetzt durch Bäume platzieren oder nicht, ne? Also, das ist halt... Das wäre jetzt interessant zu wissen. Oder ob es halt nur auf das steigend ankommt, ne? Dann, wenn es auch nur auf steigend ankommt, dann macht es halt Sinn, das irgendwie zu umfahren. Weiß ich nicht, vielleicht auch ein paar mehr Bäume zu platzieren, damit man halt einfach, du drehst dir da einen Krampf in den Arm, ne? Das ist halt... Und das Geräusch geht halt irgendwann auch total auf den Sack. Der Aushub, der beim Dammbau nicht gebraucht wird, muss anderswo entsorgt werden. Am besten irgendwo an einem tiefgelegenen Punkt, der später vom Kanal überflutet wird. Und idealerweise nicht alles auf den gleichen Haufen. Nicht, dass die Schiffe, die künftig den Kanal passieren, plötzlich leckschlagen. Ja... Dump South und Dump North. Für die Dämme lässt sich prima all das Gestein verwenden, das am Culebra-Durchstich weg muss. Doch wenn die Dämme erst einmal vollendet sind, muss das Gesteinsmaterial anderswohin. Nutze das beim Aushub anfallende Gesteinsmaterial, um den Getune-Damm und den Madden-Damm zu errichten. Ei, caramba. Hier soll man das liefern und zu dem anderen ist wahrscheinlich das da unten, wo wir gerade waren, genau. Okay. Ei. Okay. Wir haben hier Steinproduktion. Ich würde gerne diesen Weg hier umgehen. Deswegen mache ich das einfach auch. Vielleicht möglichst nah an dem Gebiet dran. Haben wir das schon mal umgangen? Wir haben noch eine Überlebenschance von 54%. So, wir müssen einmal müssen wir hier hin. Wir haben hier Steinproduktion. Haben wir noch irgendwo eine Steinproduktion? Hier müssen wir was hinliefern. Wir haben nur eine Steinproduktion. Wenn ich das richtig überblicke. So viel Stein hier auf der Karte. Ja. Okay. Wir müssen die Dämme bauen. Wir müssen aber das... was nicht gebraucht wird... müssen wir verteilen. Kommt das nicht eigentlich erst dann ins Spiel, wenn wir...
Pfeffer. Das hat nur eine Obergrenze von 200. Ich bin echt maßlos verwirrt von der Mission. Oder von diesem Task. Muss ich halt einfach mal so sagen. Okay, nicht Schiene. Schon weiter Weg, ne? Schiene wäre vielleicht wichtig. Oder relevant. Wir machen einfach mal alles über Fahrzeuge. So, Stein. Einmal. Oh Gott, jetzt geht's los. Einmal Stein. Hier hin. Ja, das ist ein weiter Weg. Und wir brauchen auch unterschiedlich viel. Wir haben hier Dam East. Dam East braucht nicht so viel und Dam East ist auch noch näher dran. Das ist natürlich praktisch. Sprich, ich würde schon fast sagen. Was ist? Achso, Linie 1 haben wir erstellt. Hier Steine Dam East. Stein Dam. Dam Osten. Das will, was weiß ich. Zu dem anderen das Vierfache nehmen oder so, keine Ahnung. Obwohl Vierfache ist schon fast ein bisschen zu wenig. Einmal Nord und einmal hier. Stein. Damm. Westen. Zehn Stück zu Dam Osten. Jetzt geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ja gut. Westen. Ach fuck, jetzt fahren die ja doch hier durch, ne? Ach egal. Jetzt sind wir 55%. Oh. Die fahren natürlich beide hier durch. Nee. Die hier mit Weg. Ist das jetzt auf der rechten Seite oder auf der linken Seite? So, Dam Osten. Nach Panama Nord hier rüber. Und hier nach da drüber. Danke. Dasselbe Spiel haben wir halt auch hier. Einmal darüber. Und einmal, ups, einmal darüber. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das halt das positiv bewirkend ist oder irrelevant ist. Wir warten auf alle Fälle vor den. Oh Gott, da im Osten natürlich jetzt unfassbar viel. Ich frage mich, ob man es halt wirklich verteilen muss. Wenn das halt weiter steigend ist, erweitern wir mal das Gebiet zum Wohnen. Eieiei. Okay,
Okay, Stein abtragen, 5000. Dafür brauchen wir das. Für den der 5000. I guess. Oder war schon ein bisschen was, ne? Und die Karawane. Zieht los. Aber bis die da ist, kann das natürlich jetzt wieder dauern. Ich bin verwirrt. Die haben noch Bretter. Warum? Ah, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie endlich mal mit Sachen, meine Güte. Ja. Demnach müssten wir 2000 gleichmäßig verteilen zu dem Spot und zu dem, der natürlich, ja, dasselbe Spiel wie gerade. Können wir vielleicht einfach auch nur umändern. Okay, wir sind jetzt bei 57% Überlebenschance. Für den Goldfrosch 58. Sümpfe haben wir bald trocken gelegt. Das muss natürlich auch aussehen, ne? Wie jetzt hier gerade eine richtige Karawane hier durch die Stadt zieht. Heilige Scheiße. Bestimmt auch spannend aus. Vielleicht auch nicht unbedingt schön, aber bestimmt spannend. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht auch noch. Ich weiß es natürlich nicht, ich habe die ganzen Szenarien halt sind als First-Time-Runner. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier von Panama aus eine Schiffslinie hier. Was weiß ich, dass wir hier einen Schiffsanleger hinbauen sollen oder sowas in der Richtung und dann Passagierschiff oder was auch immer dann hier durch, hier rüber. Und dann hier irgendwie anlegen sollen oder sowas in der Richtung. Würde Sinn machen, ne? Bretter nach Swamp liefern, erledigt. Konsum und eine Obergrenze. Ich glaube, die Obergrenze werden wir halt immer haben. Ja, ne, ihr solltet mal ankommen, hier wartet ein bisschen was auf euch. Sieht man eigentlich hier, ne, sieht man nicht, ne, das sieht man nur beim neuen Game, ja, schade. Das ist natürlich auch, das ist halt beim neuen Game praktisch, dass man sieht, wie viel Kapazität die ganze Linie hat. Yay, wir haben die Sümpfe trocken gelegt. Goldfisch hat eine Überlebenschance von 60%. Das ist sehr nice. Moment, wie war das noch? Aus Vierfache, okay. Gut, das sind jetzt nur beim Zweifachen. Ne, beim Einfachen sind wir, glaube ich, nur, ne? Vierfache wäre 800er Obergrenze. Aber jetzt kriegen wir die ganzen Steine auch weg.
Vielleicht sehen wir es. Ich wollte gerade fragen, ob die alle auf demselben sind, aber nee. Was haben wir denn hier für eine 137 Sekunden und nur 98 Sekunden? Das ist natürlich praktisch. Differenz ist gut. Bekommen, aber die Karawane, das ist der Wahnsinn. Wir sind bei der Überlebenschance von 63%. Halt überhaupt nicht alles weg, ne? Das ist halt der Wahnsinn. Prinzipiell muss ich jetzt mal einfach sagen, macht es Sinn bei solchen großen Strecken oder vielen Strecken, dass man oder wenn man so viele Fahrzeuge hat, dass man vielleicht das einfach mal splittet, dass man sagt, 20 kommen hier hin und 20 kommen dahin und es sind halt zwei Linien macht oder ein paar mehr. Weil so ist es natürlich jetzt, wie man sieht, Käse. Bei Dumb East läuft es mittlerweile. Überlebenschance vom Goldfisch immer noch steigen und bei 64% läuft. Sechsstellig ist eine Million. Wobei ist das. Doch, man sagt doch, sechsstellig ist eine Million, ne? Dann wärst du doch 100. Ach, ich bin verwirrt. Oh. Ganze drei Monate hoffe ich da halten, okay. Ja, wir sind jetzt bei 66%. Ah, machen wir nochmal ein bisschen Wiederaufforstung, während die anderen sich da hier so ein bisschen. Während die Ware hier hin und her transportiert wird. Ah, okay, ich weiß, warum man das. Warum man den Stein verteilen soll, ne? Das macht natürlich Sinn, weil wir haben natürlich auch noch die Mission, dass wir das aufs Achtfache erhöhen sollen und das können wir natürlich nur machen, wenn wir dann halt das Ganze verteilen, ne? Das macht natürlich schon Sinn. Wir haben zusätzliche Mittel bekommen und sollen damit mehr Leute einstellen. Wir können eine Horde Insulaner aus der Karibik anheuern. Sie schuften, was das Zeug hält. Und das nur für eine Handvoll Silbermünzen. Das würde unsere Gewinnspanne sicher vergrößern. Oder wir bezahlen ein paar Ingenieure mit teuren Goldmünzen, damit sie die Arbeiten beaufsichtigen und dafür sorgen, dass nicht ständig irgendwas kaputt geht. Das sollte sich positiv auf die Betriebskosten auswirken. Boah. Boah, das ist natürlich eine gute Frage, ne?
Weil, ja gut, ich meine, wir haben halt durch beides einen Bonus, ne? Dadurch haben wir mehr Einnahmen, dadurch haben wir weniger Betriebskosten. Würde sagen, wir gehen einfach auf weniger Betriebskosten. Perfekt. Oh, das ist schon fast bei 70%, was das betrifft. Das ist nice. Wir können das Ganze ja schon mal vorbereiten, indem wir hier eine Haltestelle platzieren. Wollen wir das andere? Oh, der Damm wird gebaut, man sieht es. Es ist sehr schön, dass man auch einen Fortschritt sieht. Das müsste jetzt Damm East sein und Damm West sollte jetzt auch bald hier angefangen werden. Wollen wir jetzt die andere Dumping Site? Hier ist es, ne? Dann machen wir einfach da mal eine Linie schon mal hin. Dass wir die einfach nur noch anpassen müssen. Einmal von hier rüber. Wobei, nee, wir passen das einfach an. Drauf geschissen. Passen das einfach an. Wir haben jetzt bei beiden Haltestellen hingepasst. Das passt. Vom Weg her müssen wir vielleicht 20 Fahrzeuge von der aktuellen Damm West Strecke da wegnehmen, so gesehen. Von der angepassten Strecke. Gut, wir haben jetzt natürlich hier eine. Oh, die konsumieren ja immer noch. Sprich, wir können eigentlich noch ein paar Bretterfahrzeuge kaufen, damit wir halt. Oh, bevor wir das machen, gucken wir bei den Missionen. Holz müssen wir nicht irgendwie, ne? Prinzipiell können wir auch die Holzroute und so weiter, können wir auch. Kappen. Weil, keine Ahnung, brauchen wir ja prinzipiell gerade gar nicht mehr. Ist ja so betrachtet nur unnötiges Geld, was wir bekommen. Wenn wir es dann doch wieder brauchen, müssen wir es halt wieder. Ne? Wir sind hier bei 400%. Gut, das ist halt. Aber 400 ist halt auch irrelevant. Genauso wie das. Ups, wie das Lager. Oder auch nicht. Das. Ja, eigentlich doch schon, ne? Ich meine, wir können die Bushaltestellen noch bestehen lassen. Aber ja. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Der Damm müsste jetzt hier auch, glaube ich, angefangen werden zu bauen. Oh, okay, noch nicht.
Vielleicht wird da einfach auch nur hinten angefangen. Oh, jetzt sind wir auf Gleichstand. Okay, jetzt überholen wir die. Oh, die warten jetzt halt ein bisschen, ne? Bis sie abgeladen haben. Warum auch immer das so lange dauert, ich meine. Ist ja nicht, den Goldfrosch haben wir bald überlebt. Überlebt. Den Goldfrosch haben wir bald die Überlebens. Das Überleben gesichert. Die Spezies des Goldfrosches. Ja, transportiere den Ausschub von Kanal Dixiles zu den Baustellen, entsorge danach das übrige Material in den Senken. Das macht natürlich wiederum Sinn, ne? Weil wir halt hier den Stein abtragen müssen. Das sollte jetzt auch durch diesen Halt, sollte das jetzt auch sekundenmäßig jetzt angepasst werden. 1,2 fucking Millionen durch diese vielen Fahrzeuge. Das ist natürlich schon krass. Wait a second, wir haben hier nur 10 Fahrzeuge und wir haben da 40, ne? Jetzt werde ich einfach 10 Fahrzeuge noch dazu holen, hä? Ne? Bis wir hier alles abgeladen haben. Sollte aber bei 240 sein, ne? Ja. Weil ich mir nicht verrechnet habe. Was halt auch nice wäre, ich glaube, das geht ja leider auch nicht, wenn man halt so Missionen machen könnte, ne? Wenn man so selber Missionen erstellen könnte. Ich bezweifle, dass wir da noch eine Erhöhung hinbekommen. Da hätten wir vielleicht doch über das mit Zügen machen sollen und nicht mit Fahrzeugen. Das ist jetzt natürlich belastend. Egal. Macht natürlich schon Sinn, ne? Ich meine, wir haben das Geld.
Ja gut, wo ist da jetzt der Unterschied? Zwischen den normalen Gleisen und den normalen Gleisen. Dann ist jetzt die Frage, ne? So, vom Prinzip her sollte es ja eigentlich auch funktionieren, ne? Dann können wir es ja einfach mal machen. Wir sollen ja auch das Geld ausgeben, das wurde uns ja ausdrücklich gesagt. Jetzt okay, da schon im Tunnel rein. Kann man natürlich auch machen. Ne? Das umfahren. Ist natürlich auch nur so eine Sache. Jetzt haben wir natürlich ordentlichen Geldverlust, aber gut. Die Brücke war jetzt hier natürlich dämlich, wenn man es mal so betrachtet. Auch gleich auf die ganze Stelle gehen können. Ich glaube, das ist so ein Oldtime-Ding. Mehr oder weniger noch auf Geld, noch aufs Geld warten. Kann einfach schon mal hier einen Ableger machen. Um zu gucken, was für Züge wir aktuell hier haben. Wie viel Geld wir bräuchten. Verschleppten der Lokomotive. Einfach die eventuell, wobei, oh Gott. Ja, denke schon. Also wenn, ne? Wir müssen wirklich durchziehen. Sollten. Wir sollten es auf alle Fälle mal wieder ein bisschen beschleunigen, die Zeit. Allerdings, ich glaube, von Anfang an haben wir die Kohle nicht wirklich gehabt, weil wir halt so... Gut, hätten wir vielleicht schon gehabt, aber das hätte halt auch dann ordentlich erstmal Zeit in Anspruch gebracht. Da hätten wir halt erst nochmal hier die vorderen Linien hier vielleicht gebraucht, aber... Natürlich jetzt blöd, jetzt haben wir natürlich hier keine Linien, die irgendwie Geld bringen. Machen wir nochmal hier hin, dass wir halt da noch ein bisschen Geld reinbekommen. Und nennen das einfach Lagerkolonnen.
und weisen dann da jetzt jeweils nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Acht, neun, zehn. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. Ehrlich gesagt wenig Bock drauf. Deswegen belassen wir das auch. Zumindest solange wir es halt nicht wirklich brauchen. Und die Länge der Strecke nehmen wir auch nicht immer wirklich viel Geld ein, ne? Sondern immer nur so ein bisschen. Oder sind halt quasi auf Null mit dem anderen Damm. Wie sieht's denn hier aus? Schon ein bisschen fortgeschritten, ne? Den Kram kriegen wir überhaupt nicht weg, und das ist halt schon sinnvoll, vielleicht hier mit dem Tunnel und so, ach, mit dem Zug und so weiter. Da bekommen wir jetzt auch langsam Geld rein. Wie viel kosten eigentlich die Fahrzeuge hier? Ich würde nicht sagen, wir nehmen gleich wieder 5 hiervon. Okay, wir nehmen gleich 5 hiervon und warten, bis wir so bei 1 Million sind, maybe. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Getreide. Überbrückungskredit brauchen wir nicht. Ich würde schon fast sagen, dass man hier von Steindamm Osten schon fast wieder 5 Fahrzeuge wegnehmen sollte, weil das halt ja nicht passt. Sind einfach zu schnell, so ist es nämlich. Vielleicht sollten wir auch nur erstmal einen Zug einsetzen zu Damm West, damit wir da halt noch ein bisschen mehr reinbekommen. Sprich, demnach würde ich. Ich habe keine Ahnung mehr, womit mit was ich gehen würde. Ich würde wahrscheinlich doch mit dem Atlantic gehen, oder? Weil er halt schneller ist. Oh, vielleicht die 2 ist immer gut, ich habe keine Ahnung. Die andere würde ich eher nämlich. Sehe ich nämlich eher als Personenzug. Und die.
offenen Rungenwagen kosten natürlich auch. Alter, die kosten genauso. Das ist ja ein ganzer Zug. Holy shit. Also ganze Lok. Wir sind gleich bei 100% angelangt. Wir machen jetzt einfach mal spontan eine Linie. Oberpanama. Hierhin. Stein. Zug. Stein. Am Westen. Brauchen wir natürlich wieder ein bisschen Kohle. Wir sind jetzt bei 100%. Das Ganze ist steigend. Wie gesagt, ich glaube, das brauchen wir halt. Das ist halt so ein Ding, was wir halt immer haben werden. Das machen wir vom Prinzip ja auch nicht mehr. Das ist halt das Problem, ne? Wie viel die Rungenwagen, die passen. Da passen 12 rein. Da würde ich halt auch schon gerne, ne? 10 Stück von haben. Also brauchen wir 5 Millionen. Ah, läuft. Die haben wir natürlich nicht. Wie viel macht denn die Linien hier oben? Die, da macht es nämlich schon vielleicht Sinn, rein zu investieren. In weitere Fahrzeuge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Für die Getreidelinie. Weil da noch mal ein bisschen Geld reinbekommen. Holz reicht aktuell. So, wir sind jetzt gerade überall im positiven Bereich. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das Geld bekommen oder reinbekommen oder generieren, um es mal so zu formulieren, generieren können, dass wir ja, Millionen machen, um uns einen Steinzug zu machen.
Wobei, vielleicht sag niemals nie, ne? Also, es dauert halt nur. Trotz Beschleunigung auf Doom. So, wie sieht's denn hier mit dem Damm aus? Der... dauert. Von 1924 werden wir es nicht schaffen. Um es von 1924 hätten schaffen zu können, hätten wir vielleicht auf Zug investieren müssen. Vielleicht auch schon früher darauf hinarbeiten sollen. Oder gar müssen. Aber so ist es halt nicht drin. Jetzt müssen wir halt versuchen, dass wir es zeitgleich in etwa hinbekommen. Ich würde dann ja auch fast sagen, dass wir... eventuell den Zug nehmen, um nach Damm North zu fahren und Damm South dann nur mit Fahrzeugen. Also mit Straßenfahrzeugen, um es mal so zu formulieren. Also das Geld, wir bekommen kein wirkliches Geld rein. Das ist halt schon interessant. Interessant und schade. Haben wir sogar noch ein Darlehen? Gut zu wissen. Was machen wir denn gerade? Scheiße. Oh, ist ein Unterschied, ne? Neue Fahrzeuge, gut, damit 316.000 ausgegeben. Das ist natürlich schon. Hat dazu beigetragen. Ich glaube, auf Züge brauchen wir gar nicht mal wirklich uns konzentrieren. Da kriegen wir garantiert nicht hin. Das sieht natürlich auch interessant aus, ne? Wie das hier so geplant wird. Können halt auch nur 25, ne? Die Landstraße hat da gar keinen Sinn gemacht. Ich glaube, da oben sind halt zu viele Fahrzeuge, ne? Also nichts mit Vergrößerung in Sicht. Wir müssen mehr versuchen abzutransportieren, aber... dann müssen die halt auch mal das, was im Lager ist, mal wegpacken, ne? Weil wir können ja halt nur das wegnehmen, was dort ist. Und wenn sie immer nur einen rauspöppeln, dann geht das halt nicht. Und wir haben den Mac bekommen. Dadurch wird es natürlich schneller gehen. Alle 40 Fahrzeuge vielleicht ersetzen lassen. Für den Mac. Kostet. Uff. Haben wir nicht. Lassen wir es mal potenziell drin. Könnten
Aber das ist nun so ein kleiner Zug, ne? Also der 60er-Schaft. Wir könnten einen Zug mit zwei Waggons uns besorgen. Schafft dann nur 60, aber das ist dann das die dreifache Geschwindigkeit von den Fahrzeugen oder die zweifache. Machen wir es einfach mal, beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Gute Zukunft, ja. Einmal kaufen. Offener Güterwagen für Stein. Nein, nicht für Getreide, für Stein, sag ich. Eins. Zwei. Oh, okay. Ist ja schon fast ein bisschen mickrig, ne? Aber können wir dann hier immer noch erweitern. Bisschen mickrig ist natürlich gut, ne? Ist natürlich schon richtig mickrig. Ich hoffe mal, dass da jetzt schon, bis wir da sind, dass wir hier was haben. Es sind halt nur 24, ne? Das ist halt wenig. Eine Verkleinerung? Ja, ich bin ja mal gespannt, ne? Ticketpreis pro 2,52 km. Ich bin gespannt, wie viel wir hier bekommen. Erwartet natürlich schon wieder ein bisschen mehr. Setzen wir mal eine zusätzliche Verbindung dort ran, dass wir den potenziell auch wieder zurückschicken können. Weil warten wird da viel. Wie gesagt, ich glaube, wir hätten halt auf Züge gehen müssen, um das Ziel, den Damm vor der 1924 zu vollenden, zu erreichen. Das sind 61.000. Wir schicken den jetzt ins Depot und von danach wieder. Holen uns einen Waggon dazu oder vielleicht sogar zwei bis dato. Also wir holen uns jetzt einfach mal einen Waggon. Dann haben wir den Stein kaufen und können den dann nachher anhängen. Wenn wir bis dahin, bis der Zug dort ist, dann noch eine Möglichkeit haben, einen weiteren zu holen, holen wir den. Ansonsten halt nicht. Denn hier warten halt schon ein paar.
Der ist abgedampft, ne? Der Rauch steht da halt nur noch, okay. Vielleicht rausgetappten wahrscheinlich. Okay, es wartet dann natürlich jetzt nicht mehr ganz so viel wie vorher, aber okay. Ist in Ordnung. Einfach so viel. Beziehungsweise hier warte eher noch mehr, aber. Aber gut. Wir haben halt leider nicht das Geld dafür. Dann ist es mittlerweile bald durch. Den Damm zur Hälfte durch, mehr oder weniger, aber fast die Hälfte haben wir bald. Es wartet halt einfach so viel, man will mehr daran hängen, aber es geht halt nicht. Okay, komm, wir nehmen uns einfach einen Kredit, oder? Warte, wir gucken nochmal, Kredit, sollen wir noch Kredit nehmen oder sollen wir nicht Kredit nehmen? Ach, was keine Möglichkeit auslässt, das zur Verfügung geschaltete Geld auszugeben. Dein Kontostand sollte nie auf einen achtstelligen Bereich anwachsen. Nö, eigentlich nicht, ne? Wir könnten prinzipiell Kredit aufnehmen. Von 4 Mille. Sprich, wir gönnen uns noch das Geld und dann schicken wir den zurück. 841.000, nice. Und machen den Zug noch ein bisschen länger, denn wir brauchen es. Wir brauchen einen längeren Zug. Sagen wir es, wie es ist, wir brauchen einen längeren Zug. Ich muss noch kurz raustappen, I'm sorry. Wobei, lassen wir das mal lieber hier rüberlaufen. Chatty. Zack und. Okay, dann bin ich jetzt gleich drin. Züge kaufen. Der Güterwagen 12 dranhängen. So 120 können wir jetzt. Weisen wir dem die Linie zu. Der haben kurz raus kann, dann kann man eine Mitfahrt machen. Damit verbinden wir uns einfach mal, damit wir dabei bleiben. Was haben wir jetzt bekommen? Nur noch was raustappen, zack und ups, zack. Und wieder beim Spiel. Und dann, wenn wir dort drüben angekommen sind, 120 passen rein, wie viele warten hier? Ja, es füllt sich, es ist wunderbar. Nehmen vielleicht sogar exakt 120 mit. So wie es sein soll. So wollte ich jetzt sehen. Das ist doch genau so hätte es sein müssen. So genau so soll es laufen. Dann machen wir da einfach mal eine kleine Mitfahrt mit. Ziehen damit zwar die Folge ein bisschen in der Länge, aber sieht aber auch schön aus, ne? Animation ist zwar jetzt nicht so, also klar, was ist das, was heißt nicht so, das ist natürlich schön, also das, ne? Dass da eine Animation dabei ist.
sind zwar nur 60 Kilometer pro Stunde, die der Zug schafft, aber... Aber ja. Schneller als der Güterverkehr über die Straße ist allemal. Wir müssen dann erstmal die 60 Kilometer pro Stunde erreichen. Wir fahren erstmal über die erste Brücke rüber, gleich in den ersten Tunnel. Boah, das hat ja auch schon was, ne? So hier so weit drüber fahren. Links kommt dann bald der Damm dahin. War ja schon ein ordentlich langer Tunnel. Muss man ja sagen, okay, jetzt verlieren wir ein bisschen an Geschwindigkeit, wo wir jetzt hier diese Bergkuppe hochfahren, mehr oder weniger, oder aus dem Tunnel rausfahren. Mal gucken, wie weit wir runterkommen. 51. Dann habe ich auch ordentlich was zu ziehen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt als pro Einheit eine Tonne gesehen wird. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann sein, dass es halt jetzt sogar 120 Tonnen hinten dran haben an Zusatzgewicht. Keine Sprungschanze. Da hinten kommt schon die nächste Brücke, die wir wahrscheinlich auch nicht mit voller Geschwindigkeit hochfahren werden, weil es halt bergauf geht. Ja. War zu erwarten. Auch glaube ich hier eine längere Brücke. Mit dem schnelleren Zug wäre es natürlich auch besser. Eventuell passen wir das dem auch an. Wir gehen mehr mit der Zeit. Falls wir dazu kommen. Damit sind wir auch kurz vorm Ziel.
Wir haben irgendwas erreicht, ich weiß nicht was. Wir haben wahrscheinlich Damm East oder sowas durch. Werden wir gleich sehen, wir sind ja fast da. Noch diese langgezogene Kurve über die nächste Straße, glaube ich. Oder auch nicht. Erdrutsch. Medaille verdienen, wer sich zu schnell durch die Passage kriegt, ist kein Erdrutsch. Und dabei das zeigt auch die Modifikationsstärke, die maximale Body-Position auf das Vierfache. Wunderbar. Haben wir das erreicht? 2,8 Millionen bekommen wir dafür. Wir haben 4 Millionen. Gucken wir einfach mal. Die Milwaukee-Klasse schafft 113 Kilometer pro Stunde. Ist halt elektrisch. Elektrifizierung würde ich jetzt eigentlich nicht gehen. Nehmen wir mal die Atlantik. Auf die anderen hätten wir sowieso gar nicht die Kohle. Du heilige Scheiße. Warten da viele Sachen. Beschleunigen wir das ganze Prozedere. Und besorgen uns dann gleich die andere Dampflok. Die 40 Kilometer mehr schafft. Pro Stunde. Versteht sich. So, das verkaufen, das nach das ist belastend. Es ist sehr belastend. Und jetzt alles nach oben. So, wir könnten da sogar noch was weiteres holen. Ein Zug, ein Waggon. So, sind wir ein bisschen mehr als 100 Dings, mehr als 160 Meter. Aber egal. Das sollte jetzt auch ein bisschen schneller hier vorangehen. Alter Verwalter. Bis 100, oh. 1924. Schafft man das bis 1924? Ich bezweifle es. Wir weisen gleich erstmal alle Straßenfahrzeuge von Damm East auch noch dem anderen hinzu. Wird da schneller mit fertig werden. Damit wir vielleicht es auch noch vor 1924 schaffen, zu vollenden. Ich bezweifle es sehr, 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 sehr stark, aber ja. Das Problem ist, durch den Zug bekommen wir wieder richtig viel Kohle rein, ne? Das ist halt...
Prinzipiell gesehen ist es im Spiel nie verkehrt, Kohle zu haben, aber in diesem Fall, wegen medaillenmäßig, ist es halt, na, will man es natürlich erstmal vermeiden, ne? Allerdings können wir haben es ja schon vorbereitet, sofort ersetzen. Wait, gibt es andere Fahrzeuge noch? Nee, okay. Sofort ersetzen, jawohl. Sind wir jetzt gleich bei 80%, bei dem anderen noch nicht ganz, sind wir jetzt bei 60%, was das betrifft. Ja, hier warten 300. Also gut, wir haben ja diese eine Medaille bekommen. Hat gedauert, wäre definitiv schneller gewesen, wären wir über Züge gegangen. Ja, da brauche ich nicht mal was zu sagen, ne? Da warten halt immer noch zu viel. Können wir fast drei Züge drüber schicken jetzt gerade. Im aktuellen Stand. Und das können wir halt auch relativ simpel an der schärferen Kurve dann von hier nach dort halt auch abdampen. Da müsste ich, oh Gott, gleich was konsumieren. Hier kommen 8 Millionen, okay. Der Konsum steigt. Haben wir auch ein bisschen was abgeliefert jetzt wieder. Läuft, 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 weiter, weiter, weiter. Okay, bis 446. Fürs Erste. Brauchen wir also noch 500, da unten sind wir wie gesagt schon fast fertig. Von 1924 schaffen wir es nicht, das steht schon mal fest. Oh, ist ja einfach nochmal ein weiteres hinzu. Bauen wir einfach ein weiteres Gleis dran. Damit wir Geld ausgeben.
und so weiter und so fort. Damit wir die Produktion ein bisschen steigern. Bei der Brücke dann wieder hier rein. Und dann machen wir hier ein Signal hin. Und hier ein Signal hin. Sollte reichen. Und dann machen wir einen weiteren. Wait a second. Geht das zweispurig, das vergeht zweispurig. Wunderbar. Dann holen wir uns auch einen zweiten Zug. Wieder die Atlantic. Ein bisschen was hinten dran. Von der 44 können wir maximal gehen. Liefern wir auch mal ein bisschen mehr ab, damit wir da mal auch ein bisschen vorankommen. Mit dem ganzen Prozedere. Jetzt müsst ihr hier warten. Wunderbar. Qualmt dann auch nicht den. Wobei, das war jetzt eigentlich unnötig, weil. Aber gut. Ja, sprich, wir müssen uns gleich dann um die Dump-Sachen kümmern. Um das Abdampen. So gesehen. Jetzt schaffen wir es ja doch noch vor dem anderen. Hä? War ja gar nicht so geplant. Aber gut. Ich meine, prinzipiell gesehen, ich weiß ja nicht, ne, aber. Gut, der konsumiert halt nichts. Ich meine, wir könnten das halt auch dort abdampen, oder nicht? Oh, wir haben jetzt. Ah, jetzt haben wir hier einen Damm. Verstehe. Sieht natürlich. Naja, man kann es halt nicht vergleichen. Ne? Sprich, dann kommt hier was. Wo kommt denn der? Da kommt hier der andere Damm hin. Okay, ich verstehe. Das da auch bald gleich geschafft.
Ja, das andere müssen wir jetzt halt wegdampen, ne? Zug. Und dann müssen wir die Strecke ein bisschen umändern, ne? Ist halt so. Zum Abdampen. Ja, wir bekommen halt Kohle dafür, aber das war's halt auch, ne? Und ich würde halt fast sagen. Oder? Dass wir mit den Fahrzeugen das hier hin dampen und mit dem Zug nicht mehr hier halten, sondern halt. Hier. Sprich, wir passen bald die an und nehmen alle Fahrzeuge, die hier sind, und schicken die hier hin. Damit wir ein ungefähres Gleichgewicht haben. Also, wie gesagt, nur ein ungefähres. Oder wir schicken einfach jetzt schon mal alle Fahrzeuge. Halt erst alle Fahrzeuge ins Depot. Okay, natürlich auch. Wir haben jetzt halt natürlich hier keine Produktion gerade. Ups, von daher können wir die auch gerade getrost hin und her fahren lassen. Aber jetzt haben wir hier halt eine Produktion, ne? Dann. Wir müssen halt mehr oder weniger. Darauf warten, dass wir halt hier durch sind, ne? Und das haben wir auch bald geschafft. Wie gesagt, nicht von 1924, aber gut. Und zack. Dann ändern wir jetzt. Wo haben wir denn die Strecke überhaupt? Steindamm-Dings. So, nach diesem Spot geht es hier hin. Passt das? Das passt. Wobei, wahrscheinlich brauchen wir es auch gar nicht so wirklich. Kommen wir auf die Produktion an. Des ganzen Damm Westen. Das ist nicht, das ist Damm Osten, ne? Da muss jetzt noch wieder was produziert werden. Ist halt die Frage,
Ein paar sind halt schon da, ne? Wenig. Ein paar ganz wenige sind da. Obwohl das vielleicht nicht stoppen sollten. Nimm einfach an. Der ist ja gerade kurz vorm Tunnel. Ja doch. Lassen wir es erstmal dabei. Warten das jetzt hier. Okay, für den Damm Osten kommt jetzt auch wieder was beisammen. Viele Fahrzeuge kommen dann noch an. Eine Menge. Steuern wir das Ganze mal ein bisschen. So ein bisschen mehr Bulk reinkommt. Durch die Züge können wir das nach Dump North natürlich auch noch gut machen. Ah, hier, Stein abtragen. Das macht natürlich Sinn, dass das halt der Damm ist, ne? Also der Kanal, so. Nicht der Damm, sondern der Kanal, so, meine Güte. Dann nehmen wir einfach schon mal die und weisen dem die Ostenroute zu. War doch Osten, ne? Ja. Die ersten fahren da auch schon, glaube ich, gerade hin. Nur halt noch mit nichts drin. Da haben wir schon Stein. Lassen wir es einfach mal erstmal hier. So. Dann können wir den Zug hier auch weiterschicken. So, haben wir das auch. Denke ich mal, hoffentlich mal. Stein abtragen. Sind es nur noch 500? Beschleunigen wir das ganze Prozedere. Bin mal gespannt, wie sich das Verhältnis gleich verteilt, wenn wir hier diesen verdammten ersten Zug da haben, der ja schon jetzt gleich ankommt. Alter, ja. Das könnte belastend werden. Das wird interessant. Der Zug kommt gerade im Norden an.
Lex! Und fällt jetzt weg. Ja. Eventuell brauchen wir das in Fahrzeug gar nicht. Hä? Die konsumieren natürlich, ne? Wenn da nichts mehr im Lager ist, ist natürlich nichts mehr im Lager. Genau wie da oben auch, ne? Dann müssen wir das Lager halt erstmal wegpacken. Okay, vielleicht brauchen wir es halt doch vom Verteilungsverhältnis her, weil es halt im Lager... Weil wir halt so viel im Lager hier oben haben, im Gegensatz zu hier. Na, ich meine hier, das muss natürlich auch alles wieder weg. Das Stein haben wir jetzt hier bald. Okay, von Karawane. Aber jetzt neues Fahrzeug, gut, brauchen wir nicht, irrelevant. Das Verhältnis ist halt hier oben nicht gegeben, ne? Wir haben einen Konsum von 200, eine Obergrenze von 200. Wir haben im Lager 120 noch drin. Das kommt gerade langsam wieder weg. Wir brauchen halt doch die vielen Fahrzeuge. Aber das Gestein haben wir jetzt auch bald durch. Wir haben bald den Damm durch. Den Damm, den Kanal haben wir bald. Mein Gott, warum sage ich immer Damm? Verstehe ich nicht. Schauen wir uns mal das Ganze hier vielleicht mal aus der Fotoperspektive an. Vielleicht kriegen wir ja ein schönes Foto hier beisammen. Wie er noch gerade ausgehoben wird. Der Kanal. Mal das andere, ein oder andere Foto machen. Warum auch nicht? Irgendwo muss das Hand nachher kommen. Habe ich jetzt einfach mal gemacht, weil ich keine Ahnung habe, wie inwieweit ne, wir halt am Ende. Es ist vollbracht. Der Kanal kann geflutet werden. Dank unserem Einsatz wird der globale Handel erblühen und Amerika endgültig zur mächtigsten Nation der Erde gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Denn, wie wir sehen, kommt kein Wasser rein, von daher... Ja. Ja. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben zwar leider nur 2 Medaillen bekommen, aber das war die dritte Mission. Weil jetzt können wir jetzt ja nicht zum Hauptmenü zurückkehren. Das war jetzt die dritte Mission von der amerikanischen Kampagne von Transport Fever. Ja. Ich hoffe, dieser. Oh Gott, was passiert jetzt hier? Ich hoffe, der Ersatz für dieses Transport Fever 2 Projekt hat euch gefallen. Wie gesagt,
die Kampagne von Amerika von Transportfieber, beziehungsweise die Kampagne von Transportfieber in Europa, ist halt eher so ein Side-Projekt, was halt kommt, wenn mal gerade nichts anderes kommen kann, weil das ein bisschen mehr Vorbereitung bedarf. Genau, Transportfieber 2 geht auf alle Fälle weiter von der Sweet Asia Map. Ich bin dann einfach nur ein bisschen was am Vorbereiten. Ich weiß nämlich selber noch gar nicht ganz genau, wie ich das genau gestalten will, da das Projekt ja ein historisches Projekt oder historisch angehaucht sein soll, nach dem Motto, dass man halt ein bisschen was über die Fahrzeuge und so weiter kennenlernt. Und das bedarf dann natürlich einige Recherche und einige Vorbereitungen auch in der Videoproduktion. Und ich habe das jetzt leider ein bisschen hin und her, ein bisschen aufgeschoben. Deswegen muss ich da jetzt einfach mal so gesehen einen Schlussstrich ziehen für mich selber. Leider halt auch dann für euch. Einfach nur damit es dann halt guten und auch besseren und anderen Content beim nächsten Transportfieber 2 Video gibt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal in der Kampagne wieder, wenn es dann um die Automobilindustrie geht. Und oder halt einem weiteren anderen Video hier von Transportfieber oder von Transportfieber 2 oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, Restfreitag. Ich glaube Restfreitag. Ich weiß es gar nicht ganz genau, wann das Video rauskommt. Ich habe es wieder vergessen. Oder ist es Samstag? Ich glaube Samstag, kann das sein? Egal. Irgendein Tag wird es sein, der in der Woche ist. Ja, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.